Schön, dass du wieder reinschaust auf mehr Wissen, mehr Profit. In diesem Video geht es um die Lufthansa-Aktie. Lohnt sich jetzt noch ein Einstieg, ja oder nein? Jetzt kommt hier die schöne dicke Analyse von mir. Wir fangen easy an mit den Stammdaten und da blenden wir einen Mini-Chart ein. Kannst du dir anschauen, ist natürlich eine Fluggesellschaft. Übrigens die größte in Deutschland. Hier ist noch die Dividende von 2021 drin, die haben keine ausbezahlt. Die Hauptversammlung fand am 9. Mai dieses Jahres statt, aber da gab es auch keine Dividendenzahlungen. Du weißt ja, wenn du eine Auszahlung 2023 bekommen solltest anhand einer Dividende, dann ist die Dividende ja immer vom Vorjahr. Okay, was gibt es hier noch? Wir haben eine Marktkapitalisierung von 11,27%. Wo ist diese Aktie gelistet? Im MDAX. Okay, ja, im MDAX. Im Prinzip waren die jahrelang im DAX 40 vorhanden. Jetzt kommt nämlich das Schöne. Voraussichtlich dieses Jahr steigen die wieder auf in den DAX 40. Was sagt uns das? Ja, dass die ja gut wirtschaften und es dem Unternehmen seit der Corona-Krise 2020 wieder deutlich besser geht. Im Juni wird es nicht stattfinden, der Aufstieg, sondern eher im September, vielleicht auch Dezember. Also die gehen davon aus, sagen wir Aufstieg in den DAX im Jahr 2023, okay? Aufstieg in den DAX 40 im Jahr 2023, September oder Dezember. Ihr wisst ja, viermal im Jahr gibt es Indexanpassungen. Da habe ich übrigens ein Video letzte Woche rausgehauen. Schau dir das mal bei Gelegenheit und bei Interesse mal an. Größte Fluggesellschaft Deutschland, dazu kommen wir nachher nochmals kurz dazu, sondern was jetzt die Fluggäste angeht, das ist sehr interessant. Ich habe gewusst, da ist ein Unterschied da, aber dass jetzt so ein gewaltiger Unterschied vorhanden ist, habe ich selbstverständlich auch nicht gewusst vorher. Wir haben einen Tarifkonflikt, hast du bestimmt schon mitgekriegt. Das Management will jetzt ein Angebot vorlegen mit 18,5% Gehaltsplus. Okay, 18,5%, natürlich werden die das nicht auf einen Schlag bekommen, sondern soweit ich das weiß, sukzessive bis 2025 bis 2026 sowas. Kommt die Erhöhung, ob die jetzt da zufrieden sind, die Piloten, wissen wir nicht. Eher die Jungen, hier haben wir einen kleinen Artikel hier eingebaut. Die jungen Piloten wollen eher ein bisschen kämpfen, ein bisschen streiken. Ist ja erlaubt, ist ein freies Land, können sie ja machen. 18,5%, was jetzt diese Recherche angeht, ob noch ein Einstieg wert ist. Natürlich muss man das Geld erstmal haben, das zu bezahlen. Aber wie es aussieht, geht es der Lufthansa wieder deutlich besser und ich sehe das als ein Pluszeichen. Schauen wir uns mal Gesamtchart an. Was können wir daraus erkennen? Hier haben wir einen Chart vor 95 bis jetzt. Wir haben eine Range von 5 bis 20 Euro ungefähr in den ganzen Jahren. Sieht natürlich nicht schlecht aus. Die Aktie ist meines Erachtens ziemlich stabil. Jedoch war die oft mal unter 5 bis 6 Euro, dann könnte man ja den Schlussstrich ziehen, da einzusteigen, macht man definitiv keinen Fehler, meines Erachtens. Ja, und da kommen wir auch gleich mal zu dem aktuellen Chart, September 2022 bis jetzt. Der, wo jetzt da eingestiegen ist, so bei 6 Euro im Oktober 2022, das sind nur 5, 6 Monate zurück, das ist nicht die Welt. Ja, okay, bis Mai ist es ein bisschen länger. Wenn wir jetzt mal von Oktober 2022 bis Januar, Mitte Januar uns anschauen, dass die bei 9 Euro war, also 6 bis 9, das sind 33% Profit. Okay, Oktober, November, Dezember, Januar, das sind 3,5 bis 4 Monate. Da soll einer sagen, dass man mit deutschen Aktien kein Cash machen kann. Man kann sehr wohl mit deutschen
Aktien Geld verdienen. So, ich sehe jetzt hier aber eine Seitwärtsbewegung, die hat sich so zwischen 9 und 9,50 Euro eingependelt, die letzten, naja, sagen wir Mitte Januar bis halt jetzt, ja, sind 5 Monate, 6. Das wird schwierig bei dieser Aktie. Ich denke, er ist auch ein bisschen mit mehr Risiko verbunden als jetzt zum Beispiel andere Aktien. Also dazu kommen wir jetzt nochmals. Warum mehr Risiko? Denn wenn ich mir die Fremdkapitalquote anschaue versus Eigenkapitalquote, bei der Fremdkapitalquote haben wir ungefähr 80% zu 20%. Naja, es könnte auch wenig besser sein, ist es aber nicht. Ob das jetzt bei der Fluggesellschaft normal ist, weiß ich nicht. Aber wenn ich mir die Fakten anschaue, 80 zu 20, dann bin ich jetzt nicht so begeistert. Denn das hat man ja gesehen, wenn es so eine Krise gibt, wie im Corona-Crash, dann geht es natürlich bergabwärts und die haben ja da Finanzhilfe benötigt von der Bundesregierung. Ob die das zurückgezahlt haben oder nicht, dazu kommen wir noch gleich in diesem Video. Okay, Fakt ist 80 zu 20, denn wenn ich einen höheren Polster hier habe, dann komme ich auch durch Krisen besser durch. Ist ja klar. Okay, also das sind mal die Fakten. Ja. Jetzt kommen wir zu was Lustigem, Gewinn je Aktie. Und du weißt ja, ich bin immer ein Fan, wenn Gewinn je Aktie positiv ist, denn Gewinn je Aktie sagt mir, was bleibt unterm Strich für die Aktionäre übrig. Jetzt haben wir das Jahr 2022, also das Abschlussjahr 2022. Da haben wir ein Gewinn je Aktie, Earnings per Shares auf Englisch, ich kürze es mal ab, 0,66 Euro. Okay? 0,66 Euro, Chart blende ich ein, denn wenn wir uns jetzt mal ein Jahr vorher anschauen, das 2021, wenn ich mir das anschaue, da war es ja noch bei minus 2,99 Euro. Natürlich schlecht oder vielleicht auch gut für den Einstieg. Denn wer möchte denn schon am Peak Aktien kaufen? Also ich nicht. Okay, also wir haben hier 2022 ein EPS von 0,66 und 2021 hatten wir noch knapp minus 3 Euro. Das ist ein gewaltiger Unterschied, was ein gewaltiger Aufstieg, was die hier verbracht haben von 2020, von 2021 auf 2022. Okay, jetzt möchte ich das aber dir auch nicht vorenthalten. Ich habe mir auch mal so den Zwischenbilanz angeschaut. Q1 2023, okay, erstes Quartal 2023, diese Berichte kannst du dir alles anschauen auf der Lufthansa AG Investor Relations, kann ich jedem nur empfehlen. Wenn man nach einem Unternehmen recherchiert und ein wenig was erfahren möchte, dann sollte man definitiv die Webseite besuchen unter Investor Relations, so nennt sich das, da findest du alles Mögliche, was dein Herz begehrt. Wir schauen uns jetzt aber jetzt erstmal 2023 Q1 an. Und da bin ich natürlich jetzt nicht so happy gewesen. Wir haben ein Earnings per Share von minus 0,39. Selbstverständlich heißt es ja noch lange nichts. So Quartalsmeldungen, Zwischenberichte, ob das ein Anhaltspunkt ist oder nicht, im Prinzip schaue ich immer das ganze Jahr an, denn der Sommer kommt ja erst jetzt so richtig in Schwung und danach geht es ja wieder Richtung Winter, dann verreist man ja auch wieder in andere Länder, wo es wärmer ist. Wir haben hier also definitiv ein Earnings per Share, erstes Q1, 2023 einen negativen Wert, 2022 im Gesamtergebnis einen positiven Wert gegenüber von 2021. Das ist schon eine gute Leistung, würde ich sagen. So, die Hauptversammlung fand ja schon statt dieses Jahr am 9. Mai. Wie gesagt, habe ich schon anfangs erwähnt, eine Dividende gab es eh nicht, weil 2022 wurde halt keine Dividende festgelegt. Was schreiben jetzt unsere Ratingagenturen? Da nehmen wir eine ganz große, nämlich wie immer Moody's. Moody's sagt B,
A1, was die Bedeutung bedeutet, blenden wir selbstverständlich auch gleich ein. Outlook ist stable. Okay, also stabil. Und Long-Term Rating BA1. Das heißt, eine spekulative Anlage bei Verschlechterung der Lage ist mit Ausfällen zu rechnen. Das ist jetzt, naja, wenn man das in Schulnoten verteilen würde, eher ein ausreichend. Wenn ich mir das noch hier ein bisschen anschaue, die letzten ein, zwei Jahre und mit der Fremdkapital- und Eigenkapitalquote und dass sie noch in den MDAX sehr zurückgefallen sind, könnte man so sagen, okay, dieses Outlook Long Term BA1 stimmt ein wenig mit den Daten überein. Ja, aktuell könnte man schon so argumentieren. Jetzt schauen wir uns mal an, was die Vorhaben in der Zukunft, was sie alles besser machen wollen. Also wir haben hier einmal, was natürlich sehr wichtig wird, auch in den nächsten Jahrzehnten, sage ich mal, ist natürlich ist das Klima. Ja. Und da haben die ja was einiges vor. Hier blenden wir mal den Chart ein. Die wollen die CO2-Emissionen deutlich, deutlich reduzieren. Und so weiter und so fort. Also da sind sie aktiv. Das gefällt mir sehr gut. Was gibt es noch? Die Fluggastverkehr blenden wir auch ein, wo wir das alles gefunden haben. Natürlich nehmen wieder den Wert an vor Corona. Das ist natürlich sagenhaft, denn viele haben ja gedacht, durch die Inflation und durch die anhaltenden steigenden Preise fliegt keiner mehr. Irrtum. Meine Mutter ist auch noch vor 2 Wochen nach Kroatien geflogen. Ja, wer hätte gedacht, Eurowings, übrigens ist es eine Tochtergesellschaft von Lufthansa, hin oder her, macht nichts für in eine Richtung, weil die weiß ja eh nie, die ist ja Rentnerin, weiß ja eh nicht, wann sie wieder zurückkommt. Also erstmal One-Way-Ticket, ja, circa 150 Euro. Meines Erachtens ist es definitiv nicht allzu viel teurer geworden, wenn man ein Ticket nimmt für hin und zurück, sind wir ungefähr bei 250 Euro. Das war im Allgemeinen zwischen 220, 230, hat sich der Ticketpreis immer so bewegt. Also meines Erachtens, jetzt was Europa angeht, ist es jetzt nicht so extrem teurer geworden. Was natürlich sehr einem erfreut, heißt, die werden die Fluggäste, ja, den Fluggastverkehr wieder den Niveau erreichen vor Corona 2019. Und jetzt, damit du dir mal ungefähr ein Bild machen kannst, was ging da überhaupt ab 2019? Deutsche Fluggesellschaften im Jahr 2019, 145 Millionen, Lufthansa, Gesamtkonzern, nicht vergessen, Gesamtkonzern. Ja, jetzt nehmen wir mal Condor oder TUI Fly, die sind bei 7,9. Ja, das sagt schon viel aus. Jetzt schauen wir uns mal an, was sind das überhaupt für ganze, was ist da überhaupt alles dabei? Naja, hier zu den Tochter-Airlines gehört Swiss, Austrian Airlines, Eurowings, Brussels Airlines. Okay, nichtsdestotrotz, das sind Fakten, die haben, wenn wir wieder die Passagierzahlen erreichen von 2019, dann sind es ungefähr 145 Millionen. Freunde, das ist eine Menge Holz, die sind auf einem sehr guten Weg. Aktuelle Nachrichten haben wir hier auch wieder was eingeblendet. Kannst du dir mal anschauen. Klimaforschungsflieger und so weiter und so fort. Auf jeden Fall sind sie sehr gut dabei. Jetzt kommt was ganz Wichtiges, die Finanzhilfe. Finanzhilfe wurde komplett zurückbezahlt. Hier ein kleiner Ausschnitt. Die bedanken sich auch bei der Bundesregierung. Das musst du dir so vorstellen. Du bekommst 100.000 Euro innerhalb von 2-3 Jahren. Zahlst du das zurück? Das würde mir bedeuten, dass du ein sehr guter Kunde bist, deine Ziele verfolgst, wieder Umsatz machst und noch was übrig bleibt, um das Ganze zurückzubezahlen. Das ist ein dicker Pluspunkt, muss man so sagen. Argumente, was könnte jetzt für diese Aktie sprechen? Okay. Argumente. Okay, also Finanzhilfe zurückgezahlt, schon mal Numero uno. Ja, das ist schon mal sehr gut. Flugpassagiere erreichen den Vor-Corona-Niveau 2019, also 145 Millionen
richtig gut. Die haben einen Klimaforschungsflieger gemacht, was für die CO2-Werte und so weiter auch gut. Ja, der DAX-Aufstieg im Jahr 2023, natürlich sehr erfreulich. Ein kleiner Konter ist der negative Earnings per Share im ersten Quartal 2023. Ich, meine persönliche Meinung, das ist keine Kaufempfehlung, sage, das erste Q1 würde ich nicht so überbewerten. Man kann auch noch Q2, Q3 abwarten, wie es da aussieht mit den Earnings per Shares. Oder das Gesamtergebnis, was ich immer mache. Okay, kommen wir zum kurzfristigen Chart. So, im kurzfristigen Chart kann ich dir sagen, wir haben ja vorher das Gesamtbild gesehen. Wer kann sagen, okay, ungefähr, wenn die schon bei 10 Euro ist, ist es schon, naja, schon mehr wie gut, sage ich mal, zur jetzigen Zeit. Ich würde sagen, ja, hier in dem Chart siehst du, ich habe da diesen Range eingezeichnet zwischen 6 und 10. Wenn die über diese 10 Euro kommen würde, kurzfristig, die Chancen liegen sehr gut. Wir sind jetzt ein bisschen länger in einer Seitwärtsphase. Ich würde vielleicht sagen, bis Ende des Jahres kommt die auf die 10 Euro und drüber. Okay, also drüber. Machen wir uns nichts vor, bei 9,30 Euro, das ist jetzt nicht so prickelnd. Aber wie gesagt, die ist ja schon gut gelaufen, wenn von Oktober 2022 bis Mitte Januar haben wir schon 33% Profit gemacht. Die hat schon einen guten Schwung nach oben schon vollbracht. Also ist da nicht mehr so viel Luft oben meines Erachtens bei 10 Euro. Das gehe ich davon aus, dass sie es schafft bis Ende des Jahres. Kommen wir zum langfristigen Chart. Ja, meines Erachtens so um die 12 Euro würde ich sehen. Klar, kann die auch mal zu 30 Euro wiederkommen, zu ihren guten Tagen. Aber machen wir uns nichts vor, das wird bestimmt nicht in 2 Jahren passieren. Ja, also ich sehe im langfristigen Chart die Aktie so bei 12 Euro. Und da würde ich mich mal so festlegen, ja, zwischen 1,5 und 3 Jahren. So, ich sage herzlichen Dank. Danke, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Falls dir das Video gefallen hat, gib einen Daumen nach oben. Verpasse keine Videos mehr. Abonniere diesen Channel. Ich sage herzlichen Dank und wie immer eine hohe Performance.